haben. Und ich glaube, damit starten wir auch direkt, vielleicht mit einer kurzen Bestandsaufnahme. Wie sieht es eigentlich im Bereich Wasserstoff in Deutschland und auch weltweit aus? Wir haben es ja gerade schon in den vorangegangenen Talks auch gehört. Die energiepolitische Lage in Europa ist angespannt, hat aber dadurch auch das Interesse an Wasserstoff, würde ich zumindest mal sagen, weiter verstärkt. Herr Dr. Füby, vielleicht an Sie zuerst. Welche Rolle spielt Wasserstoff denn jetzt schon kurzfristig, aber vor allem langfristig für die Energieversorgung in Deutschland? Also ich fange mal mit der langfristigen Perspektive an, weil da bin ich absolut mit dem übereinstimmend, was auch Frau Dr. Knopf gesagt hat. Wenn wir dekarbonisieren wollen, brauchen wir Wasserstoff. Es wird nicht ohne gehen. Also wir werden natürlich einige Anwendungen haben, wenn wir Elektromobilität uns zum Beispiel anschauen, da macht es nicht unbedingt viel Sinn, erst nochmal die Umwandlung von erneuerbar erzeugtem Strom dann in Wasserstoff die Umwandlung zu machen. Aber wir haben die ganzen Industrieanwendungen, die brauchen höhere Temperaturen, da kann ich nicht alleine mit Strom agieren, sondern dann brauche ich dann diese Umwandlungsstufe in den Wasserstoff hinein. Das ist das eine Thema, und das zweite Thema für mich ist auch langfristig betrachtet, dass wir solche Mengen brauchen werden an Energie, an CO2-freier Energie, dass wir im Werden importieren müssen. Und dann ist ja die Frage, was ist das, was wir als Energie importieren? Und auch da bietet sich Wasserstoff an. Also das zu der langfristigen Perspektive aus meiner Sicht, es wird nicht ohne gehen. Kurzfristig ist das für uns ja nichts wirklich Neues. Sie haben in Jülich promoviert, ich bin leider ein paar Jahre älter als Sie, habe auch in Jülich promoviert im Bereich Brennstoffzellentechnik vor vielen Jahren. Wir gehen seit vielen Jahren ja mit Wasserstoff um. Und das ist das, wo wir auch als TÜFE ja sagen, da ist nicht so wahnsinnig viel wirklich ganz Neues drin in der Wasserstoffwelt, was wir haben. Das ist technisch alles sicher machbar. Und wir stehen ja für die, gerade auch für die Sicherheit. Also da bin ich extrem zuversichtlich, dass das geht. Wir sehen jetzt mehr und mehr Anwendungen kommen, aber wir haben einen so großen Strombedarf bei uns ja schon, dass wir vielfach sehen, dass heute die Umwandlungsstufe nochmal vom Strom in Wasserstoff, ich will nicht sagen, eine Stromverschwendung wäre, aber wir haben halt einfach so viel Bedarf zurzeit. Frau von Zitzewitz, für die Wirtschaft ist Wasserstoff unglaublich wichtig, für die Bundesregierung natürlich auch. Es gibt eine nationale Wasserstoffstrategie, auch im Koalitionsvertrag steht drin, man will Deutschland zum führenden Wasserstoffstandort machen. Was macht das BMWK in dem Bereich? Vielleicht können Sie da einfach mal so einen groben Überblick geben. Okay, also ich weiß nicht, wie lange wir heute hier sitzen wollen. Tatsächlich bei uns natürlich ein sehr starker Schwerpunkt. Und ich komme jetzt aus dem internationalen Bereich. In der Vergangenheit waren die Schwerpunkte eben vor allem Ausbau der erneuerbaren Energien und Förderung der Energieeffizienz mit unseren Partnerländern. Und als dritte Säule ist jetzt sehr stark das Thema Wasserstoff seit den letzten 3 Jahren mit hineingekommen. Die Bundesrepublik hat ja schon im Bereich des Corona-Paketes 9 Milliarden Euro bereitgestellt. Davon 7 Milliarden sozusagen für den nationalen Wasserstoffhochlauf und 2 Milliarden für die internationale Kooperation. Im Rahmen der internationalen Kooperation haben wir ja jetzt 4 Instrumente geschaffen. H2 Global ist ein Auktionsmechanismus, wo wir sozusagen weltweit die Angebote auktionieren, den Bedarf in Deutschland auktionieren und die Cost of Difference sozusagen über diese Mittel übernehmen. Das sieht auch ganz gut aus in den neuen Haushaltsverhandlungen, dass wir dieses Instrument weiter aufgestockt bekommen. Das ist sehr wichtig für die Investitionen weltweit, weil das natürlich so ein bisschen so ein Henne-und-Ei-Problem für viele Partner ist. Die wissen nicht, also ich meine, Saudi-Arabien hat das Geld, die nehmen einfach mal 6 Milliarden Euro in die Hand, um eben bei NEOM ein 2,2 Gigawatt Projekt sozusagen zu starten, aber für viele andere Länder ist es eben die Frage, wenn wir jetzt investieren, was heißt das für den Offtake in Deutschland? Und da ist eben H2 Global wirklich ein wichtiges Instrument, weil wir dann über 10 Jahre eben die Cost of Difference übernehmen können und dadurch sozusagen auch den Wasserstoffhochlauf international gut fördern. Dann haben wir ein zweites Instrument geschaffen, im Rahmen dieser 2 Milliarden, das ist die sogenannte Wasserstoffförderrichtlinie. Da können Unternehmen relativ unkompliziert Anträge stellen. Das betrifft die ganze Kette, also von der Produktion über die Speicherung bis hin zum Transport und sogar der innovativen Anwendung international sozusagen, können wir da eben Zuschüsse geben. Und das hat eben auch schon viele wirklich große Projekte getriggert, weil wenn eben Deutschland da sozusagen mit reingeht, das öffnet dann manchmal auch die Taschen bei den internationalen Investoren. Das dritte Instrument ist eher ein kleineres Instrument für Startups, für KMUs, weil wir oft sehen, auch hier Henne und Ei, es braucht halt erstmal ein Projekt, und allein so ein Projekt zu entwickeln, kostet eben für die Feasibility-Studien und so weiter Geld. Das nennt sich H2UP.
Und da können sich Unternehmen eben bewerben, vor allem auch KMUs, um erstmal sozusagen Machbarkeitsstudien zu finanzieren, um Konsortien zu bilden, um überhaupt diese Projekte mit den internationalen Partnern auf die Schiene zu setzen. Und das vierte Instrument, an dem wir jetzt aktuell arbeiten und hoffentlich bis zur COP27 dann auch offiziell ankündigen, ist zusammen mit der KfW ein PTX-Wachstumsfonds, wo wir sozusagen die Bankability von Projekten weiter unterstützen wollen und auch vor allem die Transportinfrastruktur. Weil wir sehen eben viele Projekte, es werden wahnsinnig viele Projekte weltweit derzeit geplant, aber es fehlt eben oft noch so der letzte Haken dran bei den Investoren, und mit diesen Instrumenten wollen wir das eben weiter anschieben. Zu den nationalen Themen wollte ich jetzt nichts sagen, aber vielleicht nur noch Folgendes: Wir überarbeiten derzeit die nationale Wasserstoffstrategie und wir arbeiten auch an einer Importstrategie. Danke. Ja, da passiert auf jeden Fall eine ganze Menge. Ich glaube, wir können nachher auch noch mal ein bisschen stärker auf das ganze Thema internationale Partnerschaften, weil das ja durchaus für Deutschland auch sehr, sehr wichtig sein wird, da noch ein bisschen tiefer einsteigen. Herr Dr. Kaufmann, ich würde vielleicht die Frage auch noch mal an Sie richten. Sie haben ja lange auch das Thema Wasserstoffhochlauf hier auf nationaler Ebene mit vorangetrieben, sind jetzt bei ThyssenKrupp. Wie wichtig ist denn Wasserstoff tatsächlich auch für ein Unternehmen wie ThyssenKrupp, was ja einfach, was das Thema Dekarbonisierung anbelangt, da sehr viel vor sich hat? Ja, es ist natürlich für den gesamten industriellen Bereich eine enorme Bedeutung, gerade auch für ThyssenKrupp als größter Stahlhersteller in Europa oder einer der größten Stahlhersteller. Wir brauchen bei ThyssenKrupp, um die Stahlproduktion auf grün umzustellen, am Ende in einem Werk wie Duisburg, das 12 Millionen Tonnen Stahl produziert und dabei 20 Millionen Tonnen CO2 emittiert, 700.000 Tonnen grünen Wasserstoff pro Jahr. Spricht einer Elektrolyseleistung von 7 Gigawatt, dahinter also ungefähr 11 bis 12 Gigawatt erneuerbare Energien. Das ist das Ausbauziel der Bundesregierung für ein ganzes Jahr, was jetzt Onshore Wind Solar zugebaut werden soll. Also das zeigt einfach mal die Dimensionen. Und wenn man sich bekennt, und die Bundesregierung hat sich dazu bekannt, auch die Stahlindustrie in Deutschland zu halten, dann sind das schon mal Mengen, die wir abrufen müssen, für die wir entsprechende Infrastrukturen auch brauchen. Natürlich dann zu ThyssenKrupp in Duisburg, aber eben nicht nur dorthin, auch zu vielen anderen industriellen Anwendern. Insofern, ohne grünen Wasserstoff werden wir unsere Klimaschutzziele definitiv nicht erreichen. Es gibt keine Alternative zu Molekülen, zu grünem Gas. Und deshalb ist es eben von entscheidender Bedeutung, jetzt anzufangen und vor allem auch jetzt groß zu denken und schnell zu handeln, jetzt die notwendigen internationalen Infrastrukturen aufzubauen, die Leitungen aufzubauen, die Importinfrastrukturen aufzubauen. Und da können wir es eben nicht nochmal 5 oder 10 Jahre warten. Es muss jetzt auch geklärt werden, wer diese Infrastrukturen beispielsweise finanziert. Also ohne grünen Wasserstoff keine Klimaschutzziele, kein Net Zero in 2045. Das ist völlig klar. Ja, Frau Dr. Lücke, Herr Kaufmann sagte es gerade, der Bedarf an grünem Wasserstoff ist enorm. Die Bundesregierung hat die Ausbauziele ja auch nochmal angehoben. Wie groß, also vielleicht können Sie das so ein bisschen abschätzen, wie groß wird der Bedarf denn in den nächsten Jahren jetzt nicht nur für ThyssenKrupp, sondern für Deutschland insgesamt denn überhaupt sein? Und ist es überhaupt realistisch, diesen Bedarf jetzt kurz- bis mittelfristig auch decken zu können? Ja, also die aktuelle Situation sieht folgendermaßen aus. Wenn man sich die internationalen Studien anschaut und auch die ganzen Länderstrategien, es gibt mehr als 40, 50 Länder, glaube ich, die mittlerweile Wasserstoffstrategien veröffentlicht haben. Es gibt so 20, 30 sehr, sehr große Wasserstoffstudien, einige von der EU, ein paar aus Deutschland sind gerade schon angeklungen. Dann sieht man, dass wir ungefähr bis 2030 irgendwas zwischen 70 bis 200 Millionen Tonnen Wasserstoff benötigen werden und dass dieser Wasserstoffbedarf bis 2050 auf ungefähr 660 Millionen Tonnen ansteigen wird. Das hängt so ein bisschen, Frau Knopf hat es vorhin gesagt, mit den verschiedenen Szenarien und den Umsetzungsstrategien ab, wie viel das jetzt ist. Deswegen schwanken diese Zahlen so ein bisschen. Gucken wir mal nur auf 2030. Ich habe gesagt, 70 bis 220 Millionen Tonnen Wasserstoff würde bedeuten, wenn wir den grün erzeugen wollen, über die Wasserelektrolyse ungefähr 1000 bis 3000 Gigawatt installierte Kapazität. Ja, 1000 bis 3000, nur mal so als Größenordnung. Momentan gehen wir davon aus, dass wir weltweit 6 Gigawatt Produktionskapazitäten haben, wenn man alle ungefähr 45 Elektrolysefirmen weltweit zusammennimmt, und davon ist ThyssenKrupp einer der größten Produzenten momentan mit einer erwarteten Produktionskapazität in den nächsten Jahren von 5 Gigawatt. Ja. Das heißt, wir brauchen bis 2030 oder sagen wir mal so, die Firmen, wenn man sich das anschaut, was die planen in den nächsten Jahren, was die an Ausbau planen für die Produktionskapazitäten, soll das bis 2025 ungefähr auf so 25 bis 30 Gigawatt Produktionskapazität weltweit steigen.
wollen wir dann diese, Entschuldigung für die vielen Zahlen, aber dann versteht man es vielleicht ein bisschen, auf diese 1000 bis 3000 Gigawatt kommen, brauchen wir 200% Wachstumsraten pro Jahr. 200% pro Jahr Wachstumsraten oder mehr. Mhm. Jedes Jahr, die wir diese Ausbaukapazitäten nicht aufbauen und jedes Jahr, wo wir diese Produktionskapazitäten nicht abrufen, erhöht diese Rate noch weiter. Solche Zahlen sind möglich, gerade in Krisenzeiten und Kriegszeiten haben wir das gesehen, dass gerade die Industrie sowas schaffen kann und wir befinden uns momentan in solch einer Krisenphase. Aber trotzdem sind das Zahlen, die sind unfassbar gigantisch und über den Investitionsbedarf, der dahinter steckt, haben wir dann noch an der Stelle gar nicht gesprochen. Ja, vielleicht gehen wir da jetzt einfach auch mal ein bisschen rein. Also wie kommen wir denn dazu, solche Wachstumsraten von 200 oder noch mehr Prozent zu erreichen? Vielleicht fangen wir mal so ein bisschen mit den Hemmnissen in Deutschland an. Also es sieht ja jetzt gerade, was Infrastruktur etc. anbelangt, also ich will jetzt nicht sagen, nicht gut aus, aber da ist auf jeden Fall noch sehr viel Ausbaupotenzial. Vielleicht, Herr Dr. Kaufmann, die Frage an Sie, was sind denn in Deutschland tatsächlich die größten Hemmnisse, um eben auch solche Wachstumsraten überhaupt erreichen zu können, beziehungsweise warum sieht der Wasserstoffmarkt aktuell noch so aus, wie er aussieht? Also zum einen haben wir natürlich nach wie vor regulatorische Hemmnisse oder jedenfalls Unklarheit darüber, wie jetzt auch die Produktion von grünem Wasserstoff gefördert werden kann in Europa, in Deutschland, Stichwort RED II. Es gibt jetzt wieder eine Verzögerung. Wir erwarten jetzt nicht vor Ende des Jahres eine entsprechende Regelung in Brüssel. Wir sehen auf der anderen Seite USA mit dem Inflation Reduction Act, die jetzt vorpreschen, einfach jetzt als ein Incentive-Instrument, das jetzt ganz klare Anreize schafft, grünen Wasserstoff oder Wasserstoff auch in anderen Farben in Amerika zu produzieren. Und hier haben wir immer noch keine klare Regulatorien in Deutschland und Europa. Also das ist der erste große Hemmschuh. Zum Zweiten, es wird nicht ohne entsprechende Unterstützung gehen. Jetzt nicht nur in der Stahlindustrie, auch in anderen Industrien. Wir müssen den Hochlauf, die Serienfertigung auch in der Elektrolyse mit staatlichen Mitteln unterstützen. Und drittens, wir haben noch gar keine Infrastruktur. Jeder, der heute eine Investitionsentscheidung treffen muss, ein Agreement unterschreiben muss, jetzt nehmen wir mal einen Zementhersteller auf der Schwäbischen Alb, der weiß ja gar nicht, wie kommt denn der grüne Wasserstoff überhaupt auf die Schwäbische Alb. Das ist ja nochmal eine größere Herausforderung, als ihn ins Ruhrgebiet zu bringen. Da sehen wir gerade letztlich noch nichts. Und das kann auch nicht privat finanziert werden von den Unternehmen. Hier brauchen wir, bin ich fest überzeugt, zumindest einen Fonds. Wir brauchen Vorfinanzierungsinstrumente staatlicherseits. Wir brauchen hier auf jeden Fall eine staatliche Unterstützung für den Aufbau einer Wasserstoffverteilinfrastruktur in Deutschland. Also das sind schon mal drei wesentliche Hemmnisse. Und das Erste, was wir jetzt wirklich angehen müssen, ist die Regulatorik. Was sonst werden auch globale Investitionsentscheidungen so getroffen, dass nicht in Deutschland und Europa produziert wird, sondern außerhalb. Ich würde vielleicht beim Thema Infrastruktur gleich nochmal nachhaken. Das hatten Sie jetzt ja gerade auch sehr prominent genannt. Herr Dr. Fübi, wie sieht denn die Wasserstoffinfrastruktur in Deutschland aktuell aus? Also können Sie da so eine grobe Bestandsaufnahme mal machen? Und welche Rolle spielt auch die Umwidmung von Erdgasleitungen, was ja auch in der Diskussion ganz großes Thema ist? Also ich sage mal, Wasserstoffinfrastruktur aus meiner Sicht ist ein bisschen alles, Dornröschenschlaf wäre es schon übertrieben, weil dann wäre schon eine Menge da. Also wir stehen wirklich an den Anfängen. Natürlich gibt es heute schon Wasserstoffpipelines, natürlich gibt es auch schon Wasserstofftankstellen. Sind wir in Deutschland ja führend im Vergleich zu vielen anderen Ländern in der Welt. Aber trotzdem sind das immer noch Einzelne, das sind 50 Stück. Das ist ja keine wirkliche Infrastruktur. Und wenn man sich das anschaut, wenn man wirklich ein Pipeline-Netz ja nochmal bauen würde, wie wir heute das als Erdgaspipeline haben, komplett daneben bauen würde, dann redet man auch über 250 Milliarden Investitionen, die dafür notwendig sind. Das geht nicht. Also das heißt, man muss gucken, wie man das dann peu à peu umwidmet, die bestehende Infrastruktur nutzt. Vieles davon ist technisch möglich, helfen wir als TÜVs auch mit, dass das alles sicher ist. Also das ist machbar, das geht auch nicht. Wir haben ja einmal die Notwendigkeit, dann eine Wasserstoffinfrastruktur wirklich aufzubauen, aber für mich ist das, was Sie angesprochen haben, diese gigantische Größenordnung, was ich erstmal als Wasserstoff generieren muss. Und das ist das, was ich vorher ja gesagt habe. Ich muss ja erstmal Strom haben, um den Wasserstoff dann grün zu generieren. Und das ist ja nicht nur der Wasserstoff, der dann den Strom braucht, sondern das sind ist die Elektromobilität. Ich war gestern auf der IAA Transportation, da reden alle nur noch, auch die ganzen Lastwagen werden jetzt auch alle elektrisch, die brauchen auch alle Strom. Dann reden wir über Wärmepumpen, weil wir ja auch in die alten Gasheizungen in den Häusern wollen wir ja auch umstützen müssen. Also ein
das Thema auf der Stromerzeugungsseite ist nochmal Lichtjahre größer als das, was wir auf der Wasserstoffseite haben. Und dann, das eine war das Thema Wasserstoffgenerierung, das andere ist dann die Infrastruktur. Und da mache ich mir bei einem Pipeline-Netzwerk wirklich, ganz ehrlich, momentan weniger Sorgen. Wir haben heute schon ja Möglichkeiten, auch heute im aktuellen Erdgasnetz gewisse Anteile Wasserstoff mitzutransportieren. Das geht auch heute schon. Und wir müssen erstmal die Mengen haben, dass wir wirklich sagen, wir brauchen eine pure Wasserstoffinfrastruktur, uns dahin zu entwickeln. Aber jetzt anzufangen zu sagen, wir bauen eine komplett daneben liegende Wasserstoffinfrastruktur, das wird irgendwann selbst das reichste Land oder eins der reichen Länder wie Deutschland überstrapazieren. Ja, Infrastruktur ist ja das eine. Herr Kaufmann, das hatten Sie auch als einen Ihrer drei Punkte genannt. Finanzierung, Förderinstrumente, Frau von Zitzwitz, Sie hatten das auch schon angesprochen, ist ja das andere. Und gerade für ein Start-up, wie Sie es ja auch betreiben, ist natürlich Förderung und finanzielle Unterstützung unglaublich wichtig. Frau Dr. Lücke, vielleicht können Sie da noch mal so ein bisschen einsteigen. Also wie sieht denn die Förderlandschaft in Deutschland aus? Reicht das aus? Brauchen Sie ganz andere Förderinstrumente und natürlich auch ganz andere Finanzvolumina? Also ich glaube, momentan haben wir eine exzellente Situation in der Förderlandschaft, muss man ganz ehrlich sagen. Mit der Wasserstoffstrategie hat die Bundesregierung die 9 Milliarden Zuschüsse in den Ausbau der Serienfertigung von Elektrolyseuren in die Infrastruktur und so weiter beschlossen. Und tatsächlich gibt es ja auch verschiedene Mechanismen, über die diese Gelder jetzt verteilt werden. Frau von Zitzewitz hat gerade ein paar vom BMWK beschrieben. Jetzt muss ich leider zugeben, was heißt leider, aber wir sind vom BMBF gefördert. Deswegen in der Vergangenheit mehr mit Herrn Kaufmann zu tun gehabt. Tatsächlich sind wir Teil der drei großen Wasserstoffleitprojekte, die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert werden, um die Wasserstoffrepublik Deutschland aufzubauen. Und tatsächlich, wir fließen da die ersten 700 Millionen Euro sind es, glaube ich, die jetzt tatsächlich geflossen sind in, ich glaube, wir hatten letzte Woche eine große Konferenz, 300, 400 Partner sind alleine in diesen Projekten vertreten. Und dazu gehören tatsächlich auch die 5 größten Elektrolysefirmen Deutschlands und auch 3 Startups oder Firmen, die jetzt in den Wasserstoffbereich gerade eingestiegen sind und viele weitere Firmen noch, die in der Zuliefererindustrie arbeiten, die man natürlich nicht vergessen darf, die auch gefördert werden muss, weil wenn wir Elektrolyse aufbauen wollen, ist es nicht nur die Wasserstoffproduktion, sondern die gesamte Wertschöpfungskette, die wir einfach fördern müssen, was wir in den letzten Jahren einfach vergessen oder einfach zu wenig getan haben. Auf EU-Ebene gibt es etliche Mittel, was beispielsweise die IPCEI-Projekte, wo es dann tatsächlich um Milliardeninvestments geht, länderübergreifend, um Infrastrukturen auszubauen, um eine Wasserstoffmarkt, eine Wasserstoffwirtschaft aufzubauen. Viele von diesen Projekten sind sicherlich, was bürokratische Abarbeitung oder auch die Antragstellung angeht, nicht ganz einfach zu bewältigen. Jetzt habe ich den Vorteil, ich komme aus der 7,5 Jahre aus der Forschung und Entwicklung an einem Forschungsinstitut, wo man sich mit Drittmittelprojekten auseinandersetzt. Dann habe ich für einen großen Industriekonzern eines der größten Nachhaltigkeitsprojekte geleitet komme aus der Koordination von Großprojekten. Deswegen hat es mir die Sache sehr einfach gemacht, als wir unser Startup gegründet haben, uns für Drittmittel zu bewerben. Allerdings kann ich auch viele, gerade mittelständische Unternehmen verstehen, die sagen, dass dieser Aufwand der Antragstellung alleine relativ bürokratisch ist und nicht unbedingt ganz transparent und dass man auch nicht immer erfährt, wann irgendwo welche Ausschreibungstexte veröffentlicht werden. Ja, da hat die Bundesregierung jetzt gerade, wenn ich es richtig weiß, eine Homepage zu veröffentlicht, wo es gerade darum geht, Wasserstoffförderung noch mal transparenter zu machen, um auch Unternehmen, gerade kleinen und mittelständischen Unternehmen zu helfen, hier sich auf Förderung zu bewerben. Ich glaube, da haben wir noch ein bisschen was zu tun und vielleicht ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten, wie man an diese Instrumente kommt. Aber ich glaube, wir können uns nicht darüber im Moment beschweren, dass es nicht genügend Instrumente gibt. Sicherlich müssen wir jetzt noch mal schauen mit in den vergangenen anderthalb Jahren seit Bestehen der nationalen Wasserstoffstrategie, jetzt die Überarbeitung davon wird kommen, ob es noch Bereiche gibt, vielleicht White Spots, die wir jetzt in den letzten anderthalb Jahren identifiziert haben, wo man vielleicht noch zusätzlich Förderung nachholen muss. Aber auch da sind wir, glaube ich, gerade auf einem ganz guten Weg. Das hat die Bundesregierung tatsächlich auch verstanden und bringt es jetzt gerade in die Umsetzung. Also die Bundesregierung wird auf jeden Fall ziemlich viel gelobt heute hier, zumindest in diesem Panel. Frau von Zitzewitz, Frau Dr. Lücke sprach es gerade schon an, Aufwände sind hoch, Transparenz ist nicht ganz so vorhanden. Gibt es da schon so konkrete Überlegungen, jetzt auch bei der Überarbeitung der nationalen Wasserstoffstrategie da so ein bisschen anzusetzen, ein bisschen Vereinfachung sozusagen auch für die Antragsteller zu schaffen? Können Sie da was sagen?
Ja, also ich kann vor allem was für den internationalen Bereich sagen. Wie gesagt, da sind es 4 Instrumente, die sind alle auf der Webseite des BMWKs und im Bundesanzeiger veröffentlicht. Wir haben bei der Förderrichtlinie den Durchführer PTJ, die sind auch sehr sozusagen, ich würde sagen, kundenorientiert. Also das ist zumindest das Feedback, was ich von den Antragstellern bekomme. Wir machen das auch relativ unkompliziert. Die Unternehmen müssen eigentlich erstmal eine Skizze einreichen. Der Aufwand ist relativ gering und wenn die Skizze dann sozusagen für förderwürdig befunden wird, dann wird sozusagen der Antrag aufgefordert, um auch den KMUs sozusagen jetzt viel Papierarbeit zu ersparen. Ich glaube, der Prozess hat sich so ein bisschen bewährt und wie gesagt, wir betreten ja alle so ein bisschen Neuland hier, nicht? Also was wir gemacht haben im internationalen Kontext ist auch in Corona-Zeiten sehr viele auch Webinare. Wir arbeiten mit allen Industrienetzwerken zusammen. Ich freue mich auch über die TÜV-Kooperation hier, wo wir wirklich versuchen, auch möglichst weit die Unternehmen zu erreichen. Im VDMA sind, glaube ich, irgendwie 150 Unternehmen im Wasserstoffsektor schon organisiert, über die AHK, das DEHK-Netzwerk, aber eben auch über andere Verbände sind wir sozusagen, also wir versuchen da sehr integrativ zu arbeiten, um unsere Instrumente eben auch vorzustellen und ja, also wie gesagt, H2 Global ist tatsächlich eben auch Neuland, was wir betreten, auch das haben wir relativ transparent kommuniziert, auch hier haben wir sozusagen Wirtschaftsbeiräte, das ist ja sowieso auch ein Instrument, was wir in unserer ganzen internationalen Zusammenarbeit jetzt eingesetzt haben, dass wir wirklich auch hören wollen, genau das, was Sie sagen, dass wir sozusagen auch Steuerungsinstrumente dann einsetzen, dass sie uns sagen können, hier, das wollen wir gerne noch ein bisschen anders gestalten. Also hier sind wir wirklich im sehr aktiven Dialog und mit den großen Unternehmen, die wir ja auch zum Teil auf unseren Reisen jetzt dabei hatten, haben sich ja auch ein paar Initiativen ergeben jetzt als Follow-up, wo wir sozusagen am Ball sind und uns auch da die Empfehlungen der Unternehmen sozusagen aufnehmen. Aber ich muss halt auch sagen, also das ist, also it needs to dance tango, nicht? Also wir können natürlich als Bundesregierung mit unseren Steuermitteln jetzt auch nicht die komplette Finanzierung übernehmen, sondern das braucht wirklich auch ein Ineinandergreifen der privaten Investoren und auch der internationalen Partner. Also wir sehen schon auch als eine unserer Lernkurven bei den erneuerbaren Energien, da hat Deutschland sozusagen sehr viel selber gemacht. Wir haben uns ja jetzt nicht für ein Einspeisegesetz für Wasserstoff entschieden, sondern gehen andere Wege und wir wollen wirklich einen globalen Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft, weil wir sehen eben, wie gesagt haben, wir werden nicht alles in Deutschland produzieren können und wir haben eben viele internationale Partner, mit denen wir das jetzt gemeinsam hochtreiben wollen und auch die Investitionen müssen natürlich gemeinsam gehebelt werden. Ja, das Thema Infrastruktur wurde jetzt schon relativ umfassend diskutiert. Vielleicht können wir nachher nochmal auf das, also auf die LNG-Terminals zurückkommen, die ja auch in der vorangegangenen Diskussion schon andiskutiert wurden. Das Thema Finanzen haben wir ausführlich diskutiert, was ja aber auch sehr wichtig ist. Und das hat, glaube ich, Professor Stepkin vorhin auch ganz kurz erwähnt, zumindest auch als es um die Windenergie ging, sind Vertrauens- und Akzeptanzthemen. Und da kommen ja auch Sicherheitsthemen ganz stark mit rein. Und Herr Füby, ich glaube, da sind Sie der richtige Ansprechpartner auf jeden Fall. Wie entscheidend sind denn tatsächlich auch Sicherheitsthemen für den Markthochlauf von Wasserstoff? Ich glaube, dass das, was der Axel Stepkin ja gesagt hat, wir sind vor 150 Jahren, sind die TÜVs gegründet worden, um Technik sicher zu machen und für die Akzeptanz zu sorgen. Und ich glaube, das geht immer sehr stark einher mit Akzeptanz, weil gerade wenn einmal in der Presse Bilder sind von Sachen, die irgendwo explodieren oder durch die Gegend fliegen, ist die Akzeptanz ganz schnell vorbei. Und das ist absolut unsere Rolle. Wir als TÜVe, wir machen die Welt sicherer und das seit 150 Jahren. Und das werden wir, das machen wir ja heute schon bei Wasserstoff. Da, wo Wasserstofftankstellen oder was sind ja unsere Kollegen auch meistens mit involviert und das werden wir auch in den weiteren Themen der Wasserstoffwirtschaft sicherstellen können. Und also das eine ist natürlich das technische Vertrauen, die technische Sicherheit, dafür sind wir da. Das andere ist aber auch, und da sind wir bei dem Thema, was wir ja vorhin gesagt haben, ist der Wasserstoff wirklich grün? Weil wir sind uns alle einig, dass wir wirklich nur mit grünem Wasserstoff einen Schritt nach vorne machen. Es gibt für sind vielleicht nicht alle so tief drin. Es gibt natürlich, kann ich auch Wasserstoff herstellen, indem ich fossile Brennstoffe durch eine Dampfreformierung Wasserstoff herstelle und das CO2 dann abtrenne. Dann gibt es wieder zwei Möglichkeiten. Ich lasse das CO2 in die Luft oder ich nehme das CO2 und speichere es unterirdisch. Dann habe ich zwar auch wieder klimaneutral, aber ist immer noch nicht grün. Und wenn man sich anguckt, die Diskussion, die wir in der EU haben, wo Kernenergie nach Taxonomie jetzt auch als grün und klimaschützend eingruppiert ist, dann kommen demnächst auch die Kollegen aus Frankreich und sagen, unser Kernenergie erzeugter Wasserstoff ist grüner Wasserstoff. Und dann ist die Frage, ob wir den dann auch so schön einkaufen wollen oder ob wir sagen, nee, für uns muss er doppelgrün sein. Also auch da ist natürlich dann wichtig zu sagen,
Wie ist sichergestellt, dass den Wasserstoff, den wir einkaufen, auch wirklich grüner Wasserstoff ist? Gibt es eine Zertifizierung? Ist das eine Zertifizierung, die wir nur in Deutschland haben, nach unseren Kriterien? Oder wollen wir einen Weltmarkt haben? Gibt es eine weltweite Art von Festlegung dazu oder zumindest auf europäischer Ebene? Da sind wir überall heute noch nicht. Da sind wir ganz an den Anfängen. Einige der TÜV-Unternehmen haben schon zumindest mal Hausstandards entwickelt, zu sagen, das sind Definitionen, die wir als solide vertreten können. Aber da ist noch eine ganze Menge Arbeit auch außerhalb der technischen Regulierung notwendig, um wirklich dafür zu sorgen, dass wir nicht das Vertrauen verspielen, indem wir nachher sagen, jawohl, wir haben in Deutschland die Kernenergie abgeschaltet und wir holen jetzt ganz viel Wasserstoff rein. Der kommt aber leider aus Kernenergieproduktion. Ich glaube, da hätten wir nicht viel gewonnen. Herr Dr. Kaufmann, Sie haben mich gerade so angeguckt. Ich glaube, Sie wollen sich einschalten. Ich wollte nur kurz ergänzen, das ist in der Tat ein extrem wichtiges Thema. Und ich erinnere mich, wir haben uns zuletzt in den Vereinigten Arabischen Emiraten darüber unterhalten, wer eigentlich zuständig ist, auch für eine internationale Zertifizierung. Und da haben Sie noch gesagt, naja, so richtig, also von der Regierungsseite meine ich jetzt. Und Sie haben damals dann gesagt, Sie wollten versuchen, jetzt auch mal internationale Behörden auch zusammenzubringen. Aber in der Tat, es ist ja nicht eigentlich geholfen, wenn es nur jetzt deutsche Regulatoren Behörden sind, müssen eigentlich international zusammenarbeiten. Und das ist, denke ich, auch für die, die investieren und dann einkaufen, entscheiden. Natürlich wird es auch blauen Wasserstoff geben, im Zweifel auch pinken Wasserstoff, vielleicht nicht auf dem Weltmarkt in Frankreich, aber jedenfalls wird er auf dem Markt sein. Aber es ist eben wichtig zu wissen, wie ist er produziert, wie ist der Footprint und wer zertifiziert ist. Also insofern, da bin ich völlig bei Ihnen. Da kann ich jetzt gerne einen kleinen Werbeblock einschalten. Wir als TÜV machen das heute schon. Wir sind in Saudi-Arabien unterwegs, gucken uns dort Anlagen an, reden mit den Betreibern, gucken uns die Prozesse an, gucken uns an, was ist der Carbon Footprint, um zu schauen, dass wirklich auch dort grün hergestellter Wasserstoff oder Ammoniak ist. Also das tun wir heute schon und das werden wir auch weiter ausbauen. Weil gerade das Stichwort blauer Wasserstoff gefallen ist, da würde ich vielleicht noch mal ganz kurz gerne reingehen wollen. Ich glaube, so vor ein paar Monaten war das noch eine andere Situation und da war es ja insbesondere auch die Industrie, die den blauen Wasserstoff auch immer wieder als Brückenlösung sozusagen angepriesen hat. Frau Dr. Lücke, vielleicht an Sie die Frage, macht das denn überhaupt Sinn, jetzt noch auf blauen Wasserstoff überhaupt zu setzen? Also erstens haben wir, das hatten Sie vorhin auch schon gesagt, 40 Länder, die sich mehr oder weniger auf grünen Wasserstoff ja auch in ihren strategischen Verankerungen mehr oder weniger verständigt haben. Aber was vielleicht noch viel wichtiger ist, ist ja die aktuelle Gasmangellage. Also macht es da wirklich Sinn, überhaupt noch auf blauen Wasserstoff zu setzen? Vielleicht, um das ganz kurz klarzustellen, also von diesen 45 oder 40 Ländern, ich weiß gar nicht genau, wie viele es jetzt genau sind, die Wasserstoffstrategien veröffentlicht haben, sind lediglich 9, die ausschließlich auf grün setzen. Ja? Die meisten von denen sagen grüner und blauer Wasserstoff in Kombination und auch in der EU ist es ja noch nicht so ganz sicher, aber perspektivisch bis 2045, 2050 dann grün und Deutschland sagt ganz klar grün. Ja? Aber es ist tatsächlich nicht der Großteil der Länder, die momentan davon ausgehen, dass der Wasserstoff erstmal grün sein muss. Es gibt durchaus einen interessanten Aspekt, warum man, egal welche Farbe der Wasserstoff jetzt hat, ihn erstmal zulassen sollte. Und das ist, um Erzeugung und Verbrauch voneinander zu entkoppeln, um möglichst viele Marktteilnehmer in die Lage zu versetzen, die Wasserstoffnutzung zu erproben. Weil wenn wir jetzt frühzeitig Industrien abschneiden von der Wasserstoffversorgung, haben wir langfristig das Problem, dass die ihre Industrieprozesse umstellen müssen, um die Verwertung von Wasserstoff überhaupt nutzbar zu machen. Ja, und das, auch das sind Milliardeninvestments, ne? Beispiel ThyssenKrupp ist gerade gefallen, aber auch die chemische Industrie, die Baubranche bis hin zum Wärmemarkt und Transportsektor, das sind nur die größten Sektoren, die man jetzt hier an der Stelle mal nennen kann. Allerdings stehen wir momentan natürlich vor der Herausforderung, dass wir gerade bei dem Thema Gas die Verfügbarkeit und den Preis jetzt sehen. Ja, wenn man Studien von Bloomberg NEF glauben mag, die so vor ein, zwei Monaten rausgekommen sind, dann gehen wir momentan davon aus, dass im Ausland erzeugter grüner Wasserstoff schon bis 2025 wirtschaftlich in Deutschland eingesetzt werden kann. Aufgrund der Tatsache, dass im Ausland der Preis für die erneuerbaren Energien sehr, sehr günstig ist, ne, unter 2 Dollar Cent die Kilowattstunde. Damit können Sie heute Wasserstoff grün schon wettbewerblich erzeugen im Vergleich zum Wasserstoff aus Erdgas. Und Bloomberg NEF geht auch davon aus, dass man ungefähr bis 2028 selbst in Deutschland grün erzeugten Wasserstoff wettbewerblich erzeugen kann. Schlichtweg einfach aufgrund der Tatsache, dass der Referenzwert, und das war früher immer Wasserstoff aus Erdgas erzeugt, jetzt unfassbar hoch geworden ist. Und das bedingt natürlich, dass viele Firmen, viele Investmentkonsortien jetzt natürlich vor dem Risiko stehen, in Stranded Assets zu investieren, weil wenn wirklich Wasserstoff bis 2028 wirtschaftlich sein wird, grüner Wasserstoff, dann haben sie
sie ihre neue Reformeranlage für Erdgas noch nicht abgeschrieben. Ja? Und das ist das Thema, warum diese Brückentechnologie, über die wir vorhin so ein bisschen gesprochen haben, momentan wegzubrechen droht, ja? Was halt uns eventuell im Ausbau der Infrastruktur weiter zurückwerfen wird. Allerdings ist das natürlich eine aktuelle Situation und die Frage ist, wann oder überhaupt wird sich dieser Erdgaspreis wieder erholen und ist dann die Risikobereitschaft der Firmen dann noch da, tatsächlich in solche Anlagentechnologien zu investieren, weil, wie gesagt, bis 2045 plant die Bundesregierung, dass der Wasserstoff dann komplett grün sein muss. Frau von Zitzewitz, Sie hatten die Hand gehoben. Ja, ich wollte noch mal was zur Position der Bundesregierung sagen, weil das ja immer noch wieder ein Thema ist. Also ich glaube, wir sind da schon relativ pragmatisch unterwegs. Also es ist ja nicht so, dass der Blauwasserstoff nicht auf den Markt kommen kann. Die Frage ist halt die Förderinstrumente, die Steuergelder. Und da sind wir sozusagen, haben wir gesagt, die ganze Debatte machen wir wegen der Klimadebatte. Und es gibt eben noch Fragezeichen bei der Frage von Erdgasförderung, der Methanschlupf, bei der Trennung von CO2 und bei der Sequestrierung. Letztendlich muss man einen Monitoring-Prozess über Jahrzehnte, vielleicht sogar noch länger laufen lassen, um wirklich zu sehen, dass das nicht wieder evaporiert. Und selbst die Norweger, die ja schon relativ lange dabei sind, sagen selber, dass sie 30% der Emissionen eigentlich bislang nicht messen können, nicht? Und das ist sozusagen die Fragezeichen, die wir hier haben. Und das ist der Grund, warum wir sozusagen die Steuer, also Gelder sozusagen gezielt dann in den grünen Bereich einsetzen, wobei wir eben bei Infrastruktur jetzt auch farbenblind sind, weil wir einfach auch, und wir nehmen auch gerne Testcargos mit blauem Wasserstoff wegen der Umstellung der Industrie. Das sind ja Prozesse, die auch länger dauern und also sozusagen, das ist so ein bisschen die Position, die wir hier vertreten. Wir wollen grünen Wasserstoff und das ist in der Tat eben auch die Frage, ich bin ja im regelmäßigen Austausch heute Morgen wieder mit den großen Ölkonzernen auch der Welt und in anderen Regionen, die sich jetzt halt auch die Frage stellen, was will der Markt, und da werden jetzt eben die großen Investitionsentscheidungen gefällt und da sagen wir schon, probiert's mal aus, ihr könnt ja eure Erfahrungen auch in beiden Bereichen irgendwie sammeln und dann zeigt sich das, weil also genau das, was Sie gesagt haben, also rein ökonomisch sind wir wirklich unter 2 Euro das Kilo in vielen Ländern und dann muss halt Transport und Infrastruktur noch drauf, aber das ist schon mit den derzeitigen Gaspreisen eigentlich in anderen Bereichen gar nicht mehr zu schaffen. Ich würde da gerne gleich nochmal reingehen, globaler Wasserstoffmarkt, vielleicht können Sie das, ne, Sie sind ja da viel unterwegs fürs BMWK, vielleicht können Sie so ein bisschen mal wiedergeben, wo Sie da auf der Welt aktuell die größten Dynamiken auch sehen. Ja, also wir haben ja als Bundesregierung mit etwa 25 Ländern sogenannte Energiepartnerschaften, kommen auch immer mal wieder welche dazu, wie aktuell ja auch diskutiert. Und was sind sozusagen die Ziele dieser Energiepartnerschaften? Wir bauen die derzeit übrigens auch um in Energie- und Klimapartnerschaften. Also ich würde sagen, über die Hälfte ist das Wasserstoffthema wirklich sehr aktuell. Und da können Sie dann nochmal trennen in die Länder, in denen es sozusagen Potenziale zur Förderung von Wasserstoff gibt. Also die MENA-Region war ja schon angesprochen, die hat natürlich extrem hohe Solar- und zum Teil auch Windpotenziale und hat natürlich die regionale Nähe. Also wenn ich mir Algerien angucke mit der Gas-Pipeline-Struktur, das ist so ein bisschen so unser schlafender Riese. Jedes Land hat aber auch wieder seine eigenen Herausforderungen. Wir freuen uns sehr, dass wir die zusammen mit Marokko jetzt wieder hohes Tempo aufnehmen konnten. Wir sind auch sehr aktiv in Ägypten jetzt in Gesprächen. Dann natürlich die Golfstaaten haben den Vorteil, dass sie selber sehr, sehr gute Finanzierungsbedingungen haben und selber auch das Geld natürlich in die Hand nehmen. Und ich glaube, in der Diskussion vorher war schon die Frage, neue Abhängigkeiten. Also wir streben da wirklich eine hohe Diversifizierung. Also ich glaube, der russische Angriffskrieg hat uns schon dazu geführt, dass wir uns nicht wieder auf ein Land oder auf eine Region irgendwie verlassen wollen. Aber dann gibt es natürlich auch ganz andere und sehr demokratische Partner. Also mit Australien arbeiten wir sehr intensiv zusammen. Die haben große Akteure sozusagen, die selber auch im Milliardenbereich sozusagen die Hand nehmen wollen, in den grünen Wasserstoffbereich einzusteigen. Wir sehen auch eine sehr interessante Dynamik mit lateinamerikanischen Partnern, die wir in der Vergangenheit eigentlich so ein bisschen als ferner gesehen haben. Aber wenn das letztendlich macht es von Kosten her gar nicht so einen großen Unterschied, ob jetzt der Wasserstoff irgendwie 3000 Kilometer oder dann auch 7.000 oder 10.000 Kilometer übers Meer geht. Also das Teure ist immer die Umwandlung in die Derivate und die Verschiffung und sozusagen die Hafeninfrastruktur, die Zeit, die das dann sozusagen ist. Und da sind eben die Chilenen zum Beispiel sehr weit schon. Und wir haben auch erste Pilotprojekte, die wir in Chile sozusagen kofinanziert haben, aber auch andere Lateinamerikaner kommen.
Und dann haben wir natürlich auch Partnerschaften mit Japan, Korea. Herr Dr. Kaufmann hat es ja schon angesprochen. Das sind natürlich Länder, mit denen wir vor allem den Bereich Zertifizierung und Offtake uns angucken, weil da wäre natürlich eine Harmonisierung sehr wichtig, weil das sind natürlich neben uns auch die großen Märkte. Und dann hatten wir jetzt gerade ja auch die Energiepartnerschaft, Wasserstoffkooperation mit Kanada. Da müssen wir mal sehen, wie wir das sozusagen dann auch umsetzen. Und dann gibt es große Blöcke wie zum Beispiel Indien, die selber natürlich auch einen großen Bedarf haben, wo es noch nicht ganz klar ist, ob die sozusagen auch für ihren nationalen Bedarf vor allem produzieren oder ob es da auch Exportpotenziale gibt. Also sozusagen screenen wir. Und dann haben wir auch noch Subsahara-Afrika. Also wir haben sicherlich noch einen größeren Cluster in Südafrika und auch Namibia an sehr interessanten Projekten, die auch für den Export geeignet sind. Also wir diversifizieren da relativ weit. Herr Dr. Kaufmann, vielleicht da auch nochmal die Frage an Sie. Wie wichtig sind denn internationale Partnerschaften auch für ein Unternehmen wie ThyssenKrupp und was wünschen Sie sich vielleicht auch von der Politik, um da schnell voranzukommen? Also zum einen muss man positiv sagen, dass es eben sehr, sehr viele Beziehungen schon gibt, Partnerschaften aufgebaut wurden, auch Agreements unterschrieben wurden, jetzt mit Namibia, mit Kanada, mit Australien. Also wir können wirklich jetzt auf viele Märkte sozusagen auch zugreifen, auf viele Länder, die potenziell Wasserstoff produzieren werden. Dann gibt es welche, die sind schneller und welche, die sind vielleicht weniger schnell. Australien ist zum Beispiel, wie gesagt, wurde sehr interessant, aber braucht etwas, da sind die Lohnkosten sehr hoch. Für Unternehmen jetzt auch wie ThyssenKrupp ist natürlich wichtig, dass wir stabile Lieferbeziehungen haben. Und ich denke schon, dass es deshalb wichtig ist, dass die Bundesregierung diese Partnerschaften auch begleitet, also jetzt auch im Sinne von stabilen Partnerschaften und auch von also Lieferpartnerschaften, wo auch die Bundesregierung sich durch Age to Global eben finanzieren mit einbringt. Das ist, glaube ich, nochmal sehr, sehr entscheidend. Wir haben natürlich mit vielen Ländern Beziehungen, Kooperationen, mögliche Lieferpartnerschaften, aber ich denke, es sollte schon privilegierte Länder geben, beispielsweise Kanada, Australien, mit denen wir auch dann die Unternehmen dorthin auch begleiten. Und im Übrigen, das eine ist ja, wo wir den Wasserstoff herbeziehen können. Die andere Frage ist natürlich auch, und das war ja auch Ziel unserer entsprechenden Abkommen, dass wir der deutschen Industrie natürlich auch den Weg ebnen, in diesen Ländern, wo wir den Wasserstoff dann einkaufen, eben auch unsere Technologie zu verkaufen. Also hat ja immer zwei Seiten, diese Partnerschaft. Einerseits Import und zum anderen eben auch deutsche Technologie zu exportieren. Und da ist ja auch die erfreuliche Botschaft, dass wir in Deutschland wirklich auch führend sind in vielerlei grünen Technologien, gerade auch bei der Elektrolyse. Jetzt wurde ThyssenKrupp Nucera genannt, aber auch Siemens Energy. Also wir sind ja mit all diesen Unternehmen auch in diesen Märkten präsent und wollen über diese Partnerschaften dort auch noch präsenter werden. Gleich zwei Meldungen. Frau Dr. Lüge war keine Meldung. Herr Dr. Fübi, da dürfen Sie natürlich. Ich habe bei den internationalen Partnerschaften und ich habe auch zu einer gewissen Zeit mal diese sogenannten CDM und Joint Implementation Projekte, Klimaschutzprojekte weltweit, mich damit auseinandergesetzt. Also man muss natürlich immer beachten, wenn ich sage, ich kaufe jetzt überall in der Welt grünen Wasserstoff ein, bei wem kaufe ich ein? Also ist das ein Land, was selbst dann sagt, ich habe jetzt zwar hier erneuerbare Energien aufgebaut, aber die nutze ich nicht in meinem Land, um dort verbrenne ich lieber nach wie vor Öl und Kohle und mache dann lieber daraus in Anführungszeichen grünen Wasserstoff und den grünen Wasserstoff verkaufe ich. So, und da sind ja Diskussionen, die auch der Nationale Wasserstoffrat zu sagen, okay, ab wann sind wir denn überhaupt eigentlich bereit, einen grünen Wasserstoff jemandem abzukaufen? Also geht das dann so weit, dass ich sage, erst muss ein Land klimaneutral sein, dass wir dann Überschuss grünen Wasserstoff kaufen können? Oder wo ist der Triggerpunkt? Also auch da sind ja noch eine Menge, auch aus meiner Sicht, politische Diskussionen notwendig und politische Rahmenbedingungen notwendig, weil sonst ist dem Klima weltweit nichts getan, wenn wir erstmal grünen Strom, den wir in Südafrika haben, erstmal mit viel Aufwand in Wasserstoff umwandeln, um ihn dann zu uns zu transportieren, um ihn bei uns dann nachher wieder in Strom umzuwandeln, statt ihn dann in Südafrika zu nutzen und dafür weniger Kohle zu verbrennen. Mhm. Frau von Zitzwitz. Ja, vielleicht da nur ganz kurze Erklärung. Wir haben ja diese sogenannte Zusätzlichkeitsklausel drin. Das heißt, wir achten natürlich schon darauf, dass vielleicht auch ein bisschen dieses Desertec Learning Curve hier, dass wir nicht sozusagen auf Kosten der eigenen Dekarbonisierung der Länder das machen. Aber das kann natürlich auch parallel gehen. Wir können natürlich jetzt auch nicht sagen, ihr müsst jetzt 100% dekarbonisiert sein. Bis dahin dürft ihr nichts exportieren. Also wir sehen natürlich, also klar, ich meine, Land wie Marokko, die haben jetzt 25% Erneuerbare. Wenn sie diesen Weg weiter ausbauen, wenn sie aus der Kohle rausgehen und zusätzliche Kapazitäten noch schaffen, dann ist das sicherlich auch eine Option, dort sozusagen dann auch zu importieren. Also sowas geht sozusagen Hand in Hand. Aber ich glaube, dann gibt es natürlich auch noch entwicklungspolitische Aspekte. Also das heißt, Wasserstoff kann ja auch für einige Länder, die bislang Energieimporteure werden, eine neue wirtschaftliche Grundlage darstellen. Und das sind natürlich auch positive Aspekte, die wir sozusagen auch im Blick haben.
Das Thema Agreements mit internationalen Partnern ist ja das eine, aber wir brauchen natürlich auch irgendwie eine Importinfrastruktur. Frau Dr. Lücke, sind wir da vorbereitet? Wie sieht das da aus? Vielleicht das noch als letzten Punkt zum Thema Partnerschaften. Ja, vielleicht ganz kurz dazu. Wir hatten ja vorhin schon mal ganz kurz das Thema Wasserstoffinfrastruktur und wie ist die aufgebaut. Jetzt muss man sagen, der Wasserstoff ist kein neuer Energieträger und auch kein neues Produkt. 90 Millionen Tonnen werden weltweit schon erzeugt über konventionelle Routen, meistens allerdings da, wo er dann auch verwendet wird. Also das heißt, es gibt dann Industriestandorte, gerade in der chemischen Industrie, in der Düngemittelindustrie, da geht der meiste Wasserstoff rein, ungefähr 90% wird für Düngemittel verwendet. Und das heißt, am Ort der Erzeugung wird er auch wieder verwendet und somit gibt es so kleine Insellösungen. In Deutschland gibt es zwei Wasserstoffpipelines, die überhaupt aufgebaut sind, eine zwischen Sachsen und Sachsen-Anhalt und eine in Nordrhein-Westfalen. Also das heißt tatsächlich, was das angeht, ist die Wasserstoffinfrastruktur relativ lokal nur ausgebaut. Wenn wir uns jetzt anschauen und wir sprechen über die großen Bulkmengen an Wasserstoff, die wir für die Energieversorgung und die Industrie benötigen, dann fallen auch einige Transportrouten raus. Ja, ich kann zum Beispiel ThyssenKrupp in Duisburg nicht mit einem Tube-Trailer versorgen und den Wasserstoff über die Straße transportieren, sondern wenn es um große Wasserstoffmengen geht oder beispielsweise Leverkusen, BASF, ja, kann ich auch nicht mit einem Tube-Trailer versorgen, sondern die werden in irgendeiner Form an ein Wasserstoff-Pipeline-Netz angeschlossen werden müssen. Wir müssen aber auch darüber sprechen, wie wir den Wasserstoff dann transportieren wollen. Momentan gehen viele davon aus, dass es in irgendeiner Form Wasserstoff wird, vielleicht als Flüssigwasserstoff. Aber viel mehr gehen eigentlich davon aus, dass über die internationalen Grenzen hinweg, und das NEOM-Projekt in Saudi-Arabien ist gerade angesprochen worden, dass Wasserstoff als Derivat in Form von Ammoniak transportiert wird. Und da kommen dann auch tatsächlich diese LNG-Terminals wieder ins Spiel, die wir momentan an der Küste in Deutschland aufbauen. Weil momentan geht man davon aus, dass die LNG-Terminals, die da aufgebaut werden, tatsächlich relativ schwierig nur für den Wasserstoff, für den Flüssigwasserstoff ertüchtigt werden können, weil die Siedetemperaturen liegen einfach zu weit auseinander. Allerdings geht man davon aus, dass das für Ammoniak etwas einfacher sein wird. Ja, und deswegen gibt es momentan tatsächlich viele Diskussionen darüber, auch mit Australien und anderen Ländern, nicht nur mit Saudi-Arabien, ob wir den Wasserstoff nicht in Form von Ammoniak importieren werden, wo wir gewisse Infrastrukturen nämlich tatsächlich schon haben, weil Ammoniak ein weltweit geführtes Produkt schon ist, was tatsächlich international auch schon vermarktet wird. Aber nichtsdestotrotz, wir werden auch weiter die Infrastruktur drastisch aufbauen müssen. Ne? Zwei Pipeline-Systeme gibt es gerade. Es gibt einige IPCEI-Projekte, die sich jetzt damit befassen, Wasserstoff ins Ruhrgebiet zu bekommen, Wasserstoff generell nach Deutschland zu bekommen. Es gibt einige Projekte dazu, und Sie haben es gerade angesprochen, Herr Fübi, das bestehende Wasserstoff-Pipeline-Netz umzuwidmen, das Erdgas-Pipeline-Netz umzuwidmen. Experten gehen davon aus, dass 95% des Pipeline-Netzes auch wirklich tatsächlich umgewidmet werden kann, langfristig gesehen, um das schnellstmöglich zu nutzen. Aber das ist tatsächlich eine der größten Aufgaben, diese Infrastruktur zu ertüchtigen, damit wir Importe überhaupt nach Deutschland bekommen. Herr Dr. Kaufmann hat dazu auch noch was zu sagen. Ich wollte noch was ergänzen. Also das ist wirklich eine interessante Diskussion der letzten zwei Jahre, die ich in meiner alten Funktion ja auch begleitet habe. Wie kommt der Wasserstoff überhaupt an? Und es hat sich nun bei ganz vielen internationalen Projekten gezeigt, dass eben doch Ammoniakverschiffung der Hauptweg sein wird. Ganz einfach deshalb, weil wir existierende Infrastrukturen haben. Es werden 200 Millionen Tonnen jährlich gehandelt. Es gibt die Schiffe, es gibt die Häfen, es gibt Unternehmen, die das handeln können. Für flüssigen Wasserstoff gibt es noch nicht einmal ein einziges Schiff weltweit, das flüssigen Wasserstoff transportieren kann. Ein einziges von Kawasaki, aber das ist ein umgebautes, das wird eigentlich nicht funktioniert. Also insofern wird sehr viel am Anfang, jedenfalls die nächsten 5 Jahre, als Ammoniak ankommen. Und dann ist natürlich die große Frage, weil nun eben industrielle Anwender in der Regel kein Ammoniak brauchen. Man kann vielleicht Ammoniak in Motoren brauchen, in Schiffsmotoren, aber man braucht es eben als Gas, den Wasserstoff. Und deshalb ist die große Frage natürlich auch, wie wird das Ammoniak gecrackt dann, also wieder zurückverwandelt in ein Gas in Rotterdam, in Wilhelmshaven, wo es eben ankommt mit dem Schiff, oder wie kann man das Ammoniak gegebenenfalls mit der Bahn, die Deutsche Bahn hat sich da jetzt gerade dazu geäußert, eben dann auch in das Land hinein verteilen, erst über die Schiene und dann bei den Endverbrauchern sozusagen erst cracken mit kleineren Anlagen. Aber das sind Dinge, die müssen eben jetzt auch geplant und entschieden werden. Wir können da nicht warten, bis dann irgendwann mal die Schiffe ankommen, dann ist es letztlich zu spät. Und deshalb, natürlich können wir ganz viel Infrastruktur, auch Gasleitungsnetz nutzen für den Wasserstofftransport durch Umrüstung. Aber da reden wir sehr viel über Norddeutschland übrigens. Ne? Wir können nicht nur eine norddeutsche Klimawende brauchen. Ne? Wir haben auch Süddeutschland noch und wir haben Bayern und wir haben Zentraleuropa. Ne? Und da gibt es jetzt schon zu wenig Gasleitungen. Also da reden wir nicht über Umwidmung, da muss es um neue Leitungen gehen. Und deshalb
jetzt aus der süddeutschen Perspektive ist das schon eine Aufgabe auch der öffentlichen Hand. Und Sie haben natürlich recht, Frau Zitzewitz, die Bundesregierung kann nicht alles und der Steuerzahler. Aber ich glaube schon, dass man da nochmal richtig nachdenken muss, wie viel Geld auch in diese Infrastrukturen geht. Und die Kritik an der Verschiebung der CO2-Abgabe, die würde ich absolut so teilen. Das ist einfach ein falsches Signal. Wir wollen ja damit zeigen, wir finanzieren mit dieser CO2-Abgabe die Klimawende. Und wenn wir jetzt auch bei den ganzen Gaspreisdiskussionen zeigen, okay, wir versuchen jetzt alle Preissteigerungen auszugleichen durch staatliche Unterstützung, das kann nicht funktionieren. Und das ist eben auch ein schlechtes Signal für die Klimawende. Und insofern hoffe ich, dass man da trotz der großen aktuellen Schwierigkeiten noch zu anderen Lösungen kommen. Ja, und mit diesen Worten würde ich jetzt vielleicht dann auch so langsam mit Blick auf die Zeit in die Schlussrunde einleiten. Wir haben gehört, es gibt viele Herausforderungen, um den Markthochlauf von Wasserstoff in Deutschland, aber auch global voranzutreiben. Wir haben aber auch gehört, Wasserstoff ist keine neue Technologie, erlebt gerade einen absoluten Hype. Was müssen wir denn jetzt anders machen? Und die Frage möchte ich gerne an alle von Ihnen zum Abschluss nochmal richten, dass es nicht bei diesem Hype bleibt, sondern wir jetzt tatsächlich auch den Markthochlauf von Wasserstoff in den nächsten Jahren massiv vorantreiben. Vielleicht hat jeder so ein, zwei zentrale Punkte. Frau Dr. Lücke, ich fange mit Ihnen an. Ja, also aus unserer Sicht würde ich sagen, definitiv die regulatorischen Rahmenbedingungen jetzt endlich final feststecken mit der RED II, Delegated Act 1 und 2, einfach um die Investitionssicherheit in die Wasserstofftechnologie zu haben, damit wir anfangen können, auch darüber zu sprechen, welche Modelle können wir nutzen, Carbon Contracts for Difference und so weiter, um die Wasserstoffpreise drastisch zu reduzieren, um mehr Marktteilnehmer in die Lage zu versetzen, sich Wasserstoff überhaupt auch leisten zu können. Herr Dr. Füby. Zwei Punkte. Als erstes das, was wir auch schon im ersten Panel hatten. Erneuerbar bauen, erneuerbar bauen, erneuerbar bauen. Und zwar ganz schnell. Das ist die Voraussetzung. Sonst brauchen wir gar nicht über Wasserstoffwirtschaft zu reden. Und das zweite ist, auch mit auf die Sicherheitsaspekte dann zu achten, damit wir nicht irgendwann plötzlich eine kontraproduktive Diskussion haben, wenn was in die Hose gegangen ist. Beim Nationalen Wasserstoffrat waren wir als TÜFE und das Thema Sicherheit gar nicht mit auf der Agenda. Haben wir dann angemerkt, wo wir gesagt haben, Mensch, nimm's mit drauf. In Europa sieht's ein bisschen anders aus. Wenn wir die beiden Themen machen, glaube ich, kommen wir in die richtige Richtung. Frau von Zitzewitz. Ja, also ich will mir einfach wirklich Projekte wünschen, also und zwar schnell Projekte, weil also oft sind es auch Ankündigungen der Unternehmen, die dann doch irgendwie auch 3 Jahre oder 5 Jahre bis zur Realisierung brauchen. Also jetzt Projekte und wie gesagt, den Dialog, den wir heute geführt haben, den können wir gerne fortsetzen, weil also ich finde es auch schön mit dem TÜV, das brauchen wir für unsere internationale Zusammenarbeit, nicht nur die Wasserstoffthemen, sondern auch die Derivatthemen, denn Anlandung von flüssigem Ammoniak ist gar nicht so ohne, auch für die Partnerländer, die Verschiffung, also dass wir da einfach wirklich diese Multi-Stakeholder-Diskussion so konstruktiv, wie sie eigentlich in den letzten Jahren haben, einfach fortsetzen können und kleine Projekte von Start-ups, aber auch große Projekte von ThyssenKrupp weiter und wir flankieren das gerne. Herr Dr. Kaufmann. Vielleicht eines noch. Wir haben ja jetzt auch diesen, es war lange ein Hype, aber jetzt haben wir eben auch die Möglichkeiten. Wir haben ja auch lange gebraucht, um Verfahren zur Herstellung von grünem Stahl mit Direktreduktion überhaupt zu entwickeln. Synthetische Kraftstoffe, Carbon to Chem. Das ist ja alles auch Forschungsarbeit der letzten 10, 20 Jahre, dass wir heute an dem Punkt sind, dass wir wirklich jetzt auch unsere Klimaschutzziele mit grünem Wasserstoff erreichen können. Und deshalb zum einen Think Big, Act Fast, was ich am Anfang gesagt habe. Aber wir brauchen durchaus auch dezentrale Projekte, regionale Projekte, auch um diese Akzeptanz zu schaffen, auch um das Thema nochmal in die breitere Öffentlichkeit zu bringen. Also insofern jetzt nicht nur die großen Projekte, Infrastrukturen, die müssen wir jetzt angehen, auch durchaus dezentrale, lokale Projekte. Ja, vielen lieben Dank. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Gästen Dr. Stefan Kaufmann, Ellen von Zitzewitz, Dr. Michael Füby und Dr. Wiebke Lücke. Ich fand die Diskussion super spannend. Es darf gerne auch noch mal kurz applaudiert werden. Wir setzen den Dialog natürlich auch gerne fort. Erstmal entlasse ich Sie aber jetzt in eine kurze Pause, denn wie in der WG so üblich, muss man sich zwischendurch auch mal stärken. Deswegen stehen sozusagen in der WG-Küche Getränke und Snacks bereit. Und wir machen dann hier 11.30 Uhr weiter und dann beginnt Patricia Pantl wieder und führt Sie weiter durchs Programm. Ganz vielen lieben Dank an Sie und vielen Dank fürs Zuhören.